Hallo, in diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie der Ablauf vom C++-Build-Prozess ist. Wenn man irgendwas kompilieren möchte, dann kann man sich das so vorstellen, man hat so ein paar CPP-Dateien, ich male hier mal so ein paar CPP-Dateien hin, und die stehen in irgendeiner Liste drin. Wir tun einfach mal so, als ob das hier irgendwie eine Liste wäre. So, jetzt können wir hier mal kurz den Compiler hinmalen, ich male mal hier so ein bisschen geknubbeltes Teil. Und jetzt ist es so, jetzt geht der Compiler einfach diese C++-Datei für C++-Datei durch und kompiliert sie. Das heißt, jetzt zum Beispiel die C++-Datei kommt hier rein in den Compiler, wird irgendwie verarbeitet und kommt unten wieder raus. Natürlich anders, als Kreis zum Beispiel. Und genauso kommt dann die nächste C++-Datei rein, wird irgendwie verarbeitet und kommt unten als Kreis wieder raus. Und genauso die dritte und genauso die vierte. Das heißt, die kommen einmal in den Compiler und kommen dann unten wieder raus. Das sind hier die kompilierten Dateien. Das sind die Object-Dateien. So. Hier ist vielleicht noch wichtig zu beachten, dass jeder dieser Dateien einzeln betrachtet wird. Das heißt, dieser Weg ist, um es im Fachjargon auszudrücken, disjunkt von diesem hier. Das bedeutet, dass die nichts miteinander zu tun haben. Das heißt, wenn hier irgendwas drin steht, dann kann das hier nicht mehr verwendet werden. Das ist komplett ein unabhängiger Prozess. Aber das brauchen wir nicht hier. So, wir können auch hier mal Compiler reinschreiben. So, jetzt war das aber noch nicht alles. Wir haben ja jetzt erstmal nur hier einzelne Objektdateien. Die müssen ja irgendwie zu einer Exe zusammengefügt werden. Und dafür kommt jetzt der Linker. Den malen wir mal so hin. So, und der heißt deswegen Linker, weil er diese ganzen Dateien zusammen linkt oder zusammenfügt. Das heißt, der guckt jetzt sich diese ganzen Dinge an und sagt einfach nur, pack das hier rein und pack das hier rein. Wir machen es jetzt nur mal mit zwei Dateien. Spuckt sie quasi hier unten wieder aus. Auch wieder so als zwei. Aber mach so ein Package drumherum. Und weil wir eigentlich vier Dateien haben, machen wir das jetzt mal so. Und das Teil hier unten, das hier, das ist unsere schlussendliche Exe, wenn sie fertig ist. Wir können auch jetzt nochmal hier so Pfeile dran machen, damit klar ist, die gehen alle vier da rein. Jetzt könnte man sich natürlich nochmal fragen, das war's übrigens, ja. Und jetzt könnte man sich fragen, wo sind denn jetzt eigentlich die H-Dateien? Wir haben doch eigentlich noch Header-Dateien. Wieso haben wir denn jetzt nur über CPP-Dateien gesprochen? Wir haben deswegen nicht über Header gesprochen, weil die nicht kompiliert werden, so grob gesagt. Das sind ja nur Forward-Deklarationen, die einfach so in die CPP-Datei mit reingenommen werden. Aber da steht ja keine Implementierung drin, im Regelfall. Und vielleicht noch als kurze Anmerkung, was ich natürlich auch nicht reingeschrieben habe, ist, dass es natürlich vor diesem ganzen Prozess nochmal den Präprozessor gibt, der diese ganzen Präprozessor-Befehle mit der Raute vorne in irgendwas umsetzt, was man halt gesagt hat, was es sein soll. Aber das hier ist erstmal der wichtige Teil. Die ganzen Dateien werden als Liste in den Compiler gegeben. Der Compiler arbeitet jede einzelne Datei einzeln durch, komplett unabhängig. Und diese ganzen Outputs, diese ganzen Object-Dateien hier, die werden dann zusammen alle an den Linker gegeben und der schnürt sie quasi einfach zusammen und prüft dabei, ob nicht irgendwo gleiche Sachen drin stehen. Also ob nicht zum Beispiel hier die Funktion Smiley definiert wurde und hier auch die Funktion Smiley definiert wurde, dann wisst ihr ja in diesem großen Paket gar nicht mehr, wenn hier ein Smiley ist und hier ein Smiley ist, welcher Smiley soll denn jetzt aufgerufen werden, wenn ein Smiley gerufen wird? Und das sind dann die Linkerfehler, die meistens nicht so schön zu verstehen sind. Und die auch meistens nicht so gut nachvollziehbar sind, weil sie natürlich hier auf die Object-Dateien referenzieren und nicht hier schön auf die Source-Code-Dateien.